Ein Packset Größe M. Ich trage doch L. Nein, L. So, dann packen wir doch einfach mal ein paar Pakete aus. Wie im letzten Vlog angekündigt, gibt es nun ein kleines Entpackungsvideo. Dabei werde aber nicht ich mich entpacken, sondern ich werde Pakete entpacken. Denn ich habe schon seit einigen Monaten mittlerweile hier einige Pakete herumzustehen an unterschiedlichsten Stellen, weil mir gesagt wurde, die einige Pakete sollten etwas gekühlt werden. Ist auch passiert, hier in meinem riesen Kühlraum habe ich natürlich alles überhaupt kein Problem. Und ich wollte aber nicht ein Video zu Entpackungsmaterial machen, wenn die YouTube-Menschen, sprich ihr, wenn ihr Zuschauer überhaupt nicht wisst, was eigentlich los ist. Also wäre ein bisschen geil gewesen, wenn ich einfach plötzlich mich aus einem halben Jahr Pause zurückmelde mit einem hier. Das habe ich gekriegt, hier ein bisschen materielle Dinge. Ich wurde beschenkt. Schaut mir alle dabei zu, wie ich die Geschenke auspacke. Deswegen habe ich gesagt, erstmal ein Vlog, für den wollte ich mir aber eben ein bisschen Zeit nehmen. Deswegen, den habt ihr höchstwahrscheinlich gesehen, gab es nun den Vlog. Und jetzt gibt es dieses wunderbare Entpackungsvideo. Entpackungsvideo, was ist es? Ist doch... Los geht es mit einem Geschenk von der lieben Jolina, ich mache dieses Paket nun auf. Ihr werdet euch höchstwahrscheinlich wundern, wieso war das eigentlich schon offen? Ich habe in zwei Pakete habe ich doch reingeschaut, aber nur ganz kurz abgecheckt, ob da irgendwas drin ist, was wirklich schlecht werden kann, damit ich dann dementsprechend handeln kann. Ich habe hier und da auch gehandelt, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß grundsätzlich nicht, was in den Paketen drin ist. Ich habe nur eben, ich bin auch nur mal sicher gegangen, dass da nicht irgendwas drin ist, was wirklich schlecht wird und ich es dementsprechend dann nicht mehr genießen kann. So, wir sehen hier, Moment, ich muss euch das mal zeigen, wie das hier eingepackt ist. Ja, so hier mit Kärtchen oben drauf. Und dieses Kärtchen werde ich nun zunächst einmal öffnen. Eine CD. Ich sag euch, das ist halt scheiße, ne? Das ist so kacke, wenn man erst sich so lange Zeit lässt. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Da steht Frohe Weihnachten. Ja, ne? Und ein glückliches neues Jahr. Jolina, vielen Dank. So, hier ist ein Zettelchen. Den werde ich auch direkt mal lesen. Warte. Hier. Auf der Seite muss ich anfangen. Das Jahr ist fast rum. Man wünscht sich frohe Weihnachten. Ich hoffe, das Glas hat die Reise gut überstanden und ist nicht zu Bruch gegangen. Keine Angst. Alles ganz. Der Inhalt ist tatsächlich selbst gemacht. Man glaubt es kaum. Zum allerersten Mal habe ich mich an so etwas rangewagt. Ich hoffe, es schmeckt einigermaßen. Meiner Meinung nach ist das eine Gewürz, das nur so als Hauch erkennbar sein sollte, etwas zu aufdringlich. Aber essen kann man es trotzdem. Habe es selbst überprüft. Gut, gut. Bitte macht vorher Geschmackstests, bevor ihr mir was zuschickt. Weil es ist ein bisschen, es kann, ich möchte mich nicht vor laufender Kamera übergeben, falls ich die Dinge sofort vor der Kamera probiere. Mit enthalten sind die besten Wünsche für das nächste Jahr, inklusive Gesundheit und weiterhin viel Erfolg auf mit deinem Channel. Liebe Grüße und gruselige Liebe und liebe Grüße und gruselige Liebe. Sendet dir Jolina. Liebe Grüße und gruselige? Ich bin gegruselig. Ich weiß nicht, ob es gruselig heißen soll, aber für mich steht da gruselig. Die Karte ist ganz schön sexy. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Also ich meine jetzt nicht wegen der Frau ist die Karte ganz schön sexy, sondern weil das hier alles in Handarbeit entstanden ist. Jolina, ich wünsche dir auch alles Gute fürs nächste Jahr. Für dieses Jahr meine ich, was ja mittlerweile schon seit 2,5 Monaten läuft. Hier ist auch das selbstgebraute. Schaut euch das an. Quitte. Es ist Quitten. Marmelade, würde ich sagen. Ich würde sagen, es ist Marmelade. Ja, es ist Marmelade. Es ist kein Gelee. Ganz klar Marmelade. Gelee ist es auf gar keinen Fall. Und es hat die Wochen und Monate überstanden. Es ist nichts obendrauf. Es lebt noch nicht. Es ist sensationell. Und weißt du, was ziemlich geil ist, Jolina? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass du mir zugehört hast.
dass du mir ab und zu mal zuhörst. Soll ja Menschen geben, die tatsächlich zuhören, wenn ich was erzähle. Es liegt nicht daran, vielleicht liegt es daran, dass du mir zugehört hast, weil meine Oma hat früher immer Quittenmarmelade gemacht. Kein Quittengelee, es gibt ja meistens überall Quittengelee zu kaufen. Und meine Oma hat damals immer Quittenmarmelade gemacht, als sie noch in ihrem Haus gewohnt hat und die Quittenbäume hatte. Und die hat unglaublich geil geschmeckt. Und ich bin wirklich gespannt auf diese Marmelade, wenn die mich zurückversetzt in meine Kindheit. Denn es ist eines der geilsten Geschenke, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Also, ich werde berichten im nächsten Auspackvideo, falls es denn noch eins gibt. Falls irgendwann mal, oder im Vlog, mal gucken. Falls irgendwann mal jemand sich dazu noch entscheiden sollte, mir tatsächlich nochmal was zu schicken, wo es dann natürlich bedeutend schneller ein Auspackvideo gibt, dann werde ich berichten, wie mir diese Marmelade schmeckt. Quitte ist nämlich ganz schön geil. Nur leider gibt es, wie gesagt, überall nur diese blöden Gelees. Ist das nicht geil? Ist das nicht einfach geil? Die ganz große Packung, 18 plus 2. Nicht die 18 plus 1, sondern die 18 plus 2. Julina, tausend Dank für deine Geschenke. Nicht nur hierfür, sondern natürlich eben auch für die netten Worte und vor allem auch für die Quittenmarmelade. Ich werde davon berichten, ob sie mir geschmeckt hat oder nicht. Und ob mir das hier schmeckt oder nicht, das wisst ihr, glaube ich, alle. Alter, das ist vielleicht schwer, das Ding. War mir nie klar, dass das Teil so schwer ist. Jetzt, wo ich das mal in der Hand habe hier. Julina, vielen, vielen Dank für dein Paket. Da ist sonst nichts mehr drin, nur noch hier dieses komische Einpackmaterial. Werde ich mir jetzt hier nicht verstreuen, weil das bleibt ansonsten wieder Monate liegen. Denn ich sauge bei mir nicht. Hoffentlich klar. Als nächstes geht es weiter mit diesem wunderbaren Paket. Ein Packset Größe M. Ich trage doch L. Nein, L. Dieses Paket ist von der Montagshexe. Die Montagshexe hat an mich gedacht, kam auch schon vor Weihnachten. Shame on me. Ich bin so ein schlimmer Schelm. Shame on me. Für seine Durchlurchigkeit, Bastian der Erste. Mit den besten Wünschen aus der Hexenküche. Alles Gute für 2016. Liebe Grüße, Alex. Alex, beziehungsweise Montagshexe, vielen, vielen lieben Dank für dein Paket. Hier befindet sich etwas in dieser Box, das eine ganz besondere Aufmerksamkeit benötigt hat. Denn hier ist nichts drin. Eine Box mit einer Serviette. Nein, hier war natürlich ursprünglich was drin, hier waren Kekse drin. Deswegen habe ich früher aufgemacht, damit ich nicht irgendwelche Dinge dann jetzt Monate später öffne, die ich dann quasi nicht mehr nutzen, beziehungsweise ich habe sie gegessen. Ich bin ein Mensch, der sich nicht davor scheut, Dinge, die zugeschickt werden, auch tatsächlich in den Mund zu nehmen. Das habe ich jetzt tatsächlich so gesagt. Montagshexe, vielen Dank für die Kekse, sie waren wirklich lecker. Sie waren wirklich der absolute Wahnsinn. Das ist gerade hier das andere Paket umgefallen, deswegen habe ich mich gerade gewundert, was ist denn das für ein Geräusch da jetzt? Kommt da jemand? Nein, da kommt niemand. Außerdem gibt es hier noch Geschenkpapier, das werde ich nächstes Jahr garantiert nutzen. Mehr Geschenkpapier. Und zusätzlich haben wir hier einen Weihnachtsmann. Einen bzw. mehrere Kinderriegel, mehrere Kinderbonbons, Kinderschokobons, so rum, so komische Dinger, so Schokoladenteile, die du dir an den Sack hängen kannst. Und hier sind auch noch zwei Dinge, von denen ich hoffe, dass dort nichts drin ist, was schlecht werden kann. Lass mich mal schauen, hier so. So, ja, Vorsicht, ich mach das jetzt mal ohne Schere. Ich habe nämlich leider eine Schere vergessen. Gut, ne? Schön Pakete auspacken, aber keine Schere am Start. Jetzt gleich kommt mir der Schimmel entgegen, weil da doch irgendwas drin war. Ich mach's puff und ich bin weg. Oh shit. Was sehe ich denn da? Ich sehe irgendwas. Es ist... Ich muss das echt ein bisschen höher halten, damit ihr auch seht, was ich hier auspacke, wa? Okay, es ist doch Schokolade. Was ist da denn los? Also das wird mir jetzt aber ein bisschen zu persönlich hier. Aber wenigstens ist es in rosa, meine Lieblingsfarbe. Hi Basti, liebe Grüße aus Österreich und ein Dankeschön für all deine Mühe und Arbeit. Maria alias Sponge. Vielen, vielen Dank, Sponge. Wir haben hier einen kleinen Anhänger, einen Dino. Den werde ich tatsächlich an meinen Schlüsselbund packen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich habe keinen Anhänger an meinem Schlüsselbund. Und ich denke mir, so ein Dino passt doch perfekt. Wie als Arc-Menschen, war. Schön. Es ist ein... Warte mal.
Ich sehe gerade, in seinem Maul sehe ich was und es ist... Wie geil ist denn das bitte? Das Licht ist natürlich schon mal praktisch, aber dieses Brüllen... Fuck, da kriegt man ja Angst, ey. Falls ich mal einen Einbrecher irgendwie dann... SOS? Kann man ja auch machen, warte. Hilfe, Leute, Hilfe. Oh Gott. Ausgrabung Dino-Ei. Sammle sie alle. Ausgrabungsspaß mit Werkzeug für Kinder ab 5 Jahren. Darf ich das überhaupt schon nutzen? Enthält eine von 12 Dino-Sammelfiguren. Komm raus, du Sau. Hier. Wenn da mal kein Dodo rauskommt, ey. Weiß ich auch nicht. Dodos waren zwar keine Dinosaurier, aber was soll's. Meißel? Warte mal. Jetzt muss ich erstmal lesen, wie man das überhaupt machen soll. Ich meine, ich würde jetzt einfach hier ansetzen und draufkloppen. Mit Mama. Hab zwar keinen da, aber was soll's. Okay. Ich verstehe, wie es funktioniert. Werde ich jetzt allerdings nicht live hier machen in diesem Video, sondern werde ich in dem nächsten Vlog machen. Im nächsten Vlog werde ich dieses Ei, werde ich einen Dinosaurier hier ausgraben. Ziemlich geil, muss ich sagen. Da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt lustig. Eine Riesenschweinerei. Ich werde danach aussehen wie der letzte kleine Junge, der irgendwie, keine Ahnung, im Sandkasten mit Hundekacke gespielt hat. Absoluter Wahnsinn. Maria, vielen, vielen Dank dafür. Du wirst es sehen. Ihr werdet alle dabei sein. Weil ich weiß, dass du sie magst. Brüste oder Knie? Kinderriegel sind es nicht. Brüste passen da aber auch schlecht rein, oder? Die sind schon ein bisschen älter. Höher halten, ich muss es höher halten. Ich könnte natürlich auch die Kamera ein bisschen anwinkeln. Dann seht ihr auch meine Fresse nicht mehr. Wobei, wer will meine Fresse sehen, wa? Ich werde mal zum nächsten Auspackvideo, werde ich mal, wenn es denn noch eins gibt, werde ich mal eine zweite Kamera installieren, die dann auf meinen Schoß oder auf den Tisch oder wo ich da noch immer bin, um was auszupacken, dorthin filmt, damit ihr auch sehen könnt, wie ich es auspacke. Jetzt, ich schmummel mal. Pickup. Ich hatte mir ja vom Fabrikverkauf mal so ein ganzes Paket 3 Kilo geholt, so Bruchstücke davon. Der Knaller, ist es sogar? Schoko und Milch ist es sogar. Hexe, du olle Knalltüte. Vielen Dank dafür, ey, das ist geil. Also jetzt, ich wollte ja eigentlich mal abnehmen. Können wir eine Regel aufstellen, dass ihr mir nach Möglichkeit... Es ist so schwierig. Ach, wisst ihr was? Schickt mir zu, was ihr wollt. Notfalls gibt es immer irgendjemanden, der sich über Schokolade freut. Und wenn es so mein Vater ist oder so. Man weiß es nicht. So, hier sind nur noch Süßigkeiten drin. Dann werde ich diese Truhe mal schließen an dieser Stelle. Maria und Hexe, beziehungsweise Alex. Vielen Dank für eure Geschenke. Knaller. Als nächstes. Ein Paket von dem guten Krono. Der eine oder andere wird ihn kennen, höchstwahrscheinlich sogar einige. Wir haben ihn sogar schon mal im Stream gehört, der Mann. Ein Mann mit äußerst sympathischer Stimme, mit äußerst erotischem Körper, einem äußerst hohen Intelligenzquotienten. Also Ladies, falls ihr noch jemanden sucht, Krono TR ist euer Mann. So, er hat gesagt irgendwann mal zu mir, ja, das war einfach nur, weiß ich nicht, das fand ich irgendwie lustig, deswegen habe ich es dir zugeschickt. Sehe, was es ist. Echt? Wie geil ist denn das bitte? Wie geil. Yes. Ihr habt es alle schon erkannt. Ich werde diese Helm definitiv tragen in einem Stream. Hier oben kommen 2 Döschen rein. 2 Smoothies oder sowas. Kein Bier natürlich, ist klar, ich trinke ja kein Bier. Und dann kommen hier oben so die Schläuche rein und dann habe ich hier die ganze Zeit, kann ich fröhlich eine auf den hier machen. Das ist ja der Knaller. Einfach mal dran saugen. Geil. Krono, Alter, du spinnst. Ey, das ist ja, und ich bin auch noch abgesichert. Ich sag mal so, wenn hier irgendwie, keine Ahnung, eine Mücke von der Decke fällt, eine Tote, dann werde ich nicht erschlagen. In nicht allzu ferner Zukunft werde ich dieses Teil auf jeden Fall im Stream nutzen. Wahrscheinlich zu unserem Oster-Special jetzt. Ich sehe auch so scheiße aus damit. Finde ich richtig gut. Jetzt sitzen meine Haare wenigstens auch wieder, wa? Das finde ich ganz schön geil, Krono. Tausend Dank.
wir haben ein letztes kleines Paket, aber es kommt ja nicht auf die Größe an. Das weiß ich persönlich mindestens genauso gut wie du. Wir haben ein letztes Paket von der Schneekeks und sie hat mir schon gesagt, da ist ein altes Buch drin. Ich bin gespannt, was darin ist, was darin für ein Buch ich finden werde. Denn, wie gesagt, es soll wohl irgendwas sein, was eventuell in meiner Kindheit und so, ich habe die Anmerkungen, Hinweise und so weiter und so fort, habe ich zwar gelesen, aber mittlerweile schon wieder vergessen, die Frau mir immer mal so zugeworfen hat. Und Blicke natürlich, Küsse. Das ist eben so das Standardpaket, was mir alle Frauen nehmen. Das große Fantasy-Abenteuer Spielbuch. Als Steve Jackson und Ian Livingstone vor Jahren das erste Fantasy-Abenteuer-Spielbuch schrieben, dieser Sammelband enthält die drei beliebtesten Fantasy-Abenteuer-Spielbücher. Sie stellen den Leser vor vielfältige Aufgaben oder eine ganze Stadt von einer Horde wild gewordener Piraten zu befreien. Ein absolutes Kultbuch. Schneekeks, die Sache ist die, ich kenne diese Bücher, ich hatte noch nie solch ein Buch. Aber Freunde von der Familie hatten so ein Buch und ich war immer neidisch. Ich habe da drin rumgeblättert und fand es total geil und so, aber ich hatte nie so ein Buch. Und Schnee, ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist ziemlich geil, weil ich werde ja in Zukunft häufiger mal mit dem Bus unterwegs sein. Ich werde dieses Buch mitnehmen und ich werde es lesen und spielen. Und hier ist aber noch was drin. Ach du Scheiße. Ich fürchte, Ladies, ich bin jetzt weg vom... Ich lache nicht über das Ding an sich. Leider ist es hier kein Geruchsvideo. Schnee, ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht irgendwie beleidigt oder sowas. Ich nehme stark an, dass du eventuell so riechst. Es riecht, als hätte sie die Dinger hier in der ein Parfümfass geschmissen. Spaß. Es sind Lurche. Wir haben einen kleinen Lurch als Schlüsselanhänger, denke ich. Problem ist, ich glaube, der wird ziemlich schnell kaputt gehen. Deswegen werde ich den definitiv nicht als Schlüsselanhänger benutzen. Mit Rosa und Schwarz. Das ist einfach wunderbar. Ich glaube, du hast sogar irgendwann mal im Stream eine Umfrage gestartet, ne? Welche Farbe denn? Und hier haben wir noch einen größeren Lurch. Der hat nur keinen... Halt die mal am Schwanz fest. Der Schwanz ist ein bisschen länger. Ganz schön geil. Die Teile werden auf jeden Fall... Ich werde, sobald ich umgezogen bin... werde ich eine Ecke haben, wo all die milden Gaben, die von euch in meine Richtung geflattert sind, werden dort landen. Lustlurch-Ecke. Ich habe ja kurz gedacht, ich wäre jetzt weg vom Fenster. Gott sei Dank nicht, Ladies, ich bin wieder da. Schnee. Vielen Dank für dieses Buch und vielen Dank für diese wunderbaren Lurche. Ich rieche wie eine Frau. Das ist einfach wunderbar. Vielen Dank, Leute, für diese ganzen Pakete, die ihr mir zugeschickt habt. Und es tut mir nochmals muss ich es tatsächlich sagen. Ich wundere mich gerade, was liegt denn hier zwischen meinen Beinen? Das ist doch gar nicht... Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt die Pakete geöffnet habe. Falls es nochmal dazu kommen sollte, dass ich nochmal Pakete bekomme, dann werde ich sie auf jeden Fall zeitnah eröffnen. Das heißt nicht, dass ich für jedes Paket dann ein Video mache. Das ist ein bisschen doof. Eventuell werde ich es auch direkt im Vlog machen oder sowas, das dann ein bisschen kombinieren. Ich denke mal, darauf läuft es letzten Endes hinaus. Wenn es ein paar mehr sind, die auf einmal kommen, dann werde ich ein extra Video dazu machen. Wir werden einfach mal schauen, wie wir es tun. Vielen, vielen Dank an Montagshexe, an Maria, an Jolina, an Schneekeks und natürlich auch an Krono. Versteht es nochmal nicht. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich bin doch sonst wer und ihr schickt mir Sachen zu. Ist einfach nicht zu fassen. Falls jetzt tatsächlich jemand auf die Idee kommen sollte, mir auch was zuschicken zu wollen. Aktuell sind nur Pakete und Päckchen möglich. Es liegt nicht daran, dass ich einfach so materiell bin und nur große Dinge haben möchte, sondern es liegt einfach ganz einfach daran, dass hier in der Region aktuell keine Postfächer mehr verfügbar sind. Aber ich habe eine Packstation. Packstation allerdings nur für Pakete und Päckchen. Briefe werden dort nicht angenommen, die kommen einfach wieder zurück. Jetzt ziehe ich demnächst sowieso um, dementsprechend wird sich das Ganze auch wieder ändern. Dann habe ich auch ein Postfach in Berlin und dann auch eine neue Packstation in Berlin.
Aber ich habe es ganz intelligent gelöst. Ihr könnt unten in der Videobeschreibung, gibt es eine Verlinkung zu dakikste.de und dort werde ich das immer top aktuell ändern. Dakikste.de ist euer ich höre jetzt einfach auf zu labern. Ich bedanke mich noch einmal bei euch für die Pakete. Ich bedanke mich für jegliche Unterstützung. Sei es nur durch das Schauen dieses Videos und das Geben eines Daumen nach oben oder nach unten. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir das alles ermöglicht. Haut ihr rein. Bis zum nächsten Mal in einem Vlog, in einem sonst was Video auf twitch.tv/dakikste, auf Twitter, auf Instagram. Gibt es demnächst übrigens ein Arschfoto von mir, empfehle ich euch auf jeden Fall zu folgen. Lüge! Wir sehen uns demnächst. Ich bin jetzt raus. Tschüss, ich gehe jetzt mal weg hier. Warte mal, wie in die Richtung oder in die Richtung? Ich gehe mal in die Richtung hier so. Bin nämlich alt. Ist übrigens ein elektrischer Stuhl hier. Ich meinte natürlich einen elektrischen Rollstuhl.